So, hey Leute, damit auch willkommen zu einer neuen Folge ARK. Und ihr seht auch schon, wir sind hier gerade im Gewächshaus, was wir letztes Mal gebaut haben. Und ihr seht auch schon, die Pflanzen tragen Früchte. Ich bin zu einem richtigen Gärtner geworden. Und ich denke mal, dieses Mal ist es auch an der Zeit, den Nutzen des Gewächshauses zu ziehen. Denn warum haben wir das gebaut? Richtig, wir wollten ja Kibbel herstellen, um eine sehr, sehr starke Kreatur hier auf dem Server zu zähmen. Und diese werden wir heute wieder gemeinsam zähmen, so wie wir damals in Giganotto gezähmt haben. Wir werden es jedenfalls versuchen. Und der Femba nimmt mich jetzt gleich mal mit und zack, werden wir mal schauen, ob der T-Rex noch an Ort und Stelle ist, wo wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Das ist jetzt schon eine Weile her. Mittlerweile könnte er sonst wo sein, der könnte auch theoretisch schon längst tot sein, ich weiß es nicht. Aber Leute, ich denke mal, so ein 135er T-Rex wird schon ziemlich stark sein. Wer kann sowas besiegen, außer wir? Gute Frage. Höchstens ein Alpha und die gibt es ja eigentlich sehr selten. Von daher hoffe ich mal, dass er noch da ist. Wir werden auf jeden Fall unser Bestes geben, ihn zu finden. So, und ich würde auch sagen, dass ich mal mit Femba am besten tausche, dass wir gleich da auf der Plattform kurz wechseln, damit wir dann, genau, damit ich fliege, weil ich noch ungefähr weiß, wo der war. Ich weiß nicht, oder kann auch sein, dass Femba weiß, wo der ist. Sonst würde ich natürlich auch Femba fliegen lassen. Dass wir dann quasi nachher dann wieder tauschen, die alte Taktik. Ne? Und ihr seht auch schon, Leute, wenn man mit gemeinsam das macht, ne, da kann man deutlich schneller vorankommen als alleine. Deswegen empfehle ich das immer, wenn ihr ARK spielt, am besten mit Freunden zusammen, dann seid ihr deutlich schneller. So. Munition kann ich auch alles ablegen. Gut, und genau, den Kibbel sollte ich jetzt auch mal hier schön zum Quetzal tun. Gut, jetzt muss ich nur noch den Femba grabben. Nicht, dass ich ihn hier vergesse, das wäre natürlich ganz schlecht. So, habe ich ihn gegrabbt. Ja, perfekt. So, dann können wir auch weiter fliegen. Wo war der denn? Ja, der war ja letztes Mal ziemlich weit, genau, hier in der Nähe. Weiß nicht, ich muss hier lang, genau. Also hier irgendwo war der. Nee, Quatsch, Leute, die Richtung war schon richtig, ne? Nicht, dass ich hier jetzt noch durcheinander komme, denn vorhin, Leute, ist etwas Schreckliches passiert, was unsere, ja, Hirne immer noch zum Brodeln lassen hat, nämlich unsere Petris wurden angegriffen. Ihr wisst ja, der liebe alte Wanderer wurde getötet von einem Tribe namens Winners, und dieser Tribe dachte sich so, yo, da ist Ascalda und seine Crew und deren Petris, lass uns diese doch mal weglocken. Und wir haben keine Ahnung, wo sie sind. Wir haben keine Ahnung, ob sie noch leben. Wir wissen nur, dass sie weg sind. Ja, und letztens haben wir auch im Chat gelesen, dass andere Dinos von ihnen getötet worden sind. Und wir vermuten, dass sie auch unsere Petris gewaltsam entführt haben und diese vielleicht auch töten werden. Von daher werden wir, naja, das Möglichste tun, was wir können, um unsere Petris zurückzuholen und vielleicht Winners zu zerstören, falls es sich dabei wirklich um sie handeln sollte. Wenn sie natürlich damit nichts zu tun haben, dann wollen wir sie in Ruhe lassen. Aber erstmal zum Rex. Also, versteckst du dich? Wir wissen doch, dass du hier bist. Du kannst nicht so weit sein. Ne, es ist schon mal vorgekommen, dass auf Island war das. Ne? Das ist ein Rex, glaube ich, der, den habe ich mal einmal im Norden gesehen. Und am Ende war der irgendwie Südwest. Das war innerhalb von 10 Tagen ungefähr, wo ich dann dachte, okay, die können ganz schön weit laufen. Aber normalerweise, genau, halten die sich immer so an derselben Stelle auf, bis sie dann irgendwann sterben. Und da ist er auch, Leute. Ihr seht, der ist immer noch da an alter Stelle, in alter Frische. Muss man mal gucken. Ich habe gerade gar kein Fernglas dabei, fällt mir auf. Oh mein, doch, habe ich hier. Perfekt. Wollen wir mal schauen. Das müsste er sein. Der sieht jedenfalls von den Farben her so aus. Und er ist es, Leute. Level 135. Das ist ein Ultra-Rex. Okay, Femba. Ich würde sagen, wir tauschen wieder Position. Und den kriegen wir. So. Okay, Femba wird das Mutterschiff steuern, während ich dann versuchen werde, mit unseren Bewusstseinspfeilen ihn zur Strecke zu bringen. Gut, Narkotik haben wir hier drin, brauche ich jetzt nicht. Vielleicht soll ich mir die zweite Waffe noch nehmen. Wobei, nee, können wir auch erstmal hier drin lassen. Ich meine, 100 Stück sollten reichen für so einen Rex. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Aber Femba, okay, ich würde sagen, du kannst loslegen. Kannst den das Mutterschiff reiten und mich am besten auch mitnehmen. Genau. So, wollen wir mal schauen, ob das funktioniert. Das hat ja letztes Mal beim Giga sehr gut funktioniert. So, die Frage, ob das genauso auch bei unserem Freund hier funktioniert. So, einmal habe ich schon angeschossen, Leute. Ihr seht schon, 26 haben wir ihn abgezogen. Und nochmal. Und immer wieder, Leute. Was ist er denn da gerade überhaupt? Das würde ich auch mal gerne wissen. Der vernascht hier jeden Dinosaurier. Und ich dachte auch mal, wenn der mal einen Gegner findet. Weil meistens ist es so, wenn irgendwelche Rexe hier auf dem Server sind, die bindeln sich dann irgendwann mit so einem, ja, mit so einem Bronto-Quartett und sterben dann meistens. Aber der hier, der hat vorhin gegen drei Brontos gekämpft und hat keinerlei Schaden bekommen. Also es handelt sich wahrscheinlich hier um einen sehr, sehr starken Rex. Und den wollen wir natürlich haben, ne? Den brauchen wir natürlich dann auch, um unsere Feinde zu raiden. Was wir natürlich niemals tun würden, ohne Grund. So.
Okay, jetzt, dann wollen wir mal schauen, ob wir es schaffen. Ne, wir haben ja beim Gear, wie lange haben wir da ungefähr gebraucht? Das war ja, ich habe ja ganz viel gecuttet, aber insgesamt waren das, glaube ich, 2-3 Stunden. Ich weiß nicht, wie das jetzt, okay, der war Level 18, ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt bei so einem 135er T-Rex aussieht. Ich denke mal, ähnlich lange. Wobei, ja doch, das wird wahrscheinlich sehr lange dauern. Ich meine, es ist ein T-Rex Level 135, Leute. Das ist bisher der stärkste T-Rex, den ich je wild gesehen habe. Von daher wäre das einfach göttlich, wenn wir den jetzt zähmen können. Und ihr seht auch schon, der ist anscheinend die ganze Zeit beschäftigt mit Fressen. Mal schauen, ob wir den auch ins Gesicht schießen könnten. Ja, es geht auch, Leute. Ob das mehr bringt oder nicht, ist so die andere Frage, weil Schaden gibt das alles so 26. Aber wir versuchen es mal, Leute. Schöner Headshot, zack. Irgendwann müsste er bewusstlos umkippen. Finde ich auch gut, dass ich diesmal mit 100 Narko Darts angefangen habe. Jetzt kann ich nämlich auch dann genau wissen, wann wir wie viel verbraucht haben. Ja, guck mal, wir haben jetzt gerade mal 20 verschossen und es wird immer noch dauern. Gut, ich weiß nicht, beim Giganot haben wir, glaube ich, 150, 160, noch mehr verbraucht. 200. Mal schauen, Leute. Der wird auf jeden Fall K.O. gehen. Der, ich weiß nicht, was er die ganze Zeit frisst. Fem, hast du eine Ahnung, was er hier fressen wird? Ne, ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich irgendwas, was da so rumbockt in so einem Stein. Der denkt wahrscheinlich, da ist irgendwas, aber da ist gar nichts. Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall leichte Beute für uns. Wir haben heute sehr viel Glück. Ich glaube, theoretisch könnte mich Femme auch auf diesem Stein ablassen und wir könnten beide auf den Raub schießen und es würde nichts passieren, glaube ich. Bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das so eine schlaue Idee wäre. Wäre aber theoretisch möglich. Also Femme, wenn du auch auf ihn schießen willst mit Betäubungsfallen, dann könntest du uns auf den Stein einfach ablassen und wir könnten gemeinsam auf ihn raufschießen. Wenn du das für eine sinnvolle Idee hältst. So, ja. Und mal schauen, ob wir auf den, genau, können wir von dem Stein hier überhaupt rausschießen? Ja, sollte gehen. Sollte gehen, ne? Ja, ihr seht schon, der beißt die ganze Zeit. Ach so, wir haben ihn, Leute, er ist in der Falle. Er will gerade einen Dinosaurier angreifen, der anscheinend geschützt ist wegen Offline-Protection. Das ist natürlich dann auch wieder der... Oh, was ist denn jetzt gerade los? Wurde ich anscheinend gerade gegrabbt. Das ist aber anscheinend hier auch der Nachteil, Leute. An der Offline-Protection. Ich finde die einerseits ganz cool, ne, weil man dadurch halt nicht geradet werden kann. Aber andererseits, Leute, hat es natürlich auch Nachteile. Und einer dieser Nachteile ist natürlich, dass so eine Rexe mal rumbacken. So, bevor ich jetzt hier noch ein paar Fotos schieße, wollen wir den auch erstmal bewusstlos schießen hier. Okay, mein Freund. Also Leute, das ist echt leichte Beute heute. Wir haben richtig viel Glück, dass hier dieser Parasaurier in Offline-Protection direkt vor uns steht. Na gut, mein lieber T-Rex. Gleich wirst du unser sein und diesen Parasaurier hoffentlich vergessen. Nur noch wenige Schüsse für mich, aber guck mal, auch wenn wir jetzt zu zweit sind, wir hätten theoretisch auch noch Jan mitnehmen können. Der ist allerdings auf der Suche nach den Petris momentan. Die müssen ja auch gefunden werden. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich gestorben sind, weil im Tri-Block stand nichts. Noch nichts. Aber wer weiß, Leute, wer weiß, was da noch passieren wird. Wir sind gespannt. Und ich denke mal, ich frage euch am besten, was sollen wir tun, falls jemand unsere Petris, vor allem Fembas Wegweiser, getötet hat. Wow, 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 wow. Okay, Leute. Aufpassen. Jetzt, guck mal, jetzt lässt er los. Jetzt war er verstanden, okay? Da gibt's nichts bei diesem Parasaurier. Da gibt's kein Essen. Der haut ab. Okay, Femba, den folgen wir. Den kriegen wir. Jetzt wird's spannend, Leute. Jetzt backt er nämlich nicht mal rum. Jetzt kommt der richtige Kampf hier. Du kannst uns nämlich nicht entkommen, mein Freund. So, Grappling Hooks habe ich jetzt leider vergessen mitzunehmen. Das ist auch immer so eine Taktik. Und da oben ist einfach wieder so ein Bronto auf dem Berg. Oder ich glaube, das ist diesmal ein Diplodocus. Aber trotzdem, Leute, was machen die immer auf Bergen? Wie kommen die da hoch vor allem? So. Gut, viele Schüsse braucht er nicht mehr. Ich habe jetzt innerhalb von 5 Minuten, glaube ich, einfach 50 Schüsse abgegeben und viele wird er auch nicht mehr aushalten. Ich meine, Femba schießt auch noch drauf, glaube ich. Von daher, der wird in wenigen Minuten down gehen, hoffe ich. Ja, und er ist down. Perfekt, Leute, da liegt er. Ein Level 135er Rex, männlich. So, jetzt wollen wir erstmal diesen Stein hier weghauen, weil der hier gerade mitten im Weg steht. Genau, Flint wollte ich sowieso noch mir erfarmen für Spark Powder später. Ja, können wir ordentlich was rauskriegen hier. So, jetzt ist der Stein endlich weg und wir wollen mal die Stats angucken. Da bin ich mal sehr gespannt. 5800 Leben. Ja, ist schon ordentlich, ne? Stamina auch nicht schlecht. Melee Damage. 185%. Respekt. Das ist schon mal nicht schlecht. Da wollen wir den Quetzo holen. Weil den holt wir mal gerade schon. Denn jetzt heißt es zähm, 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 mein Freund. Da liegt da, Leute, sein Gesicht. Oha, da ist sein Auge, Leute. Wie sieht der denn aus? Das sieht total witzig aus gerade. Hallo, mein lieber Rex. Was ist denn los mit dir? Du siehst irgendwie so ein bisschen mitgenommen aus. Mitten im Gras hier sein
mit einem hohen Gras oder ohne Pokémon können wir hier ihn zähmen. Gut, da kommt er auch an mit seinem Mutterschiff. Perfekt. Einfach mal reingucken, was die hier so Schönes noch haben. Genau, den Kibbel haben wir. Ist nur noch 7. Er hat das einfach gegessen, Leute. Der hat einfach den Kibbel gegessen. Das war die dümmste Idee. Was? Na, egal. Okay, Leute. Er hat einfach was vom Kibbel genascht. Das war so viel Arbeit, ihn herzustellen. Und das Mutterschiff ist das einfach. Ja. Wahrscheinlich habt ihr das schon am Anfang gewusst, als ich das da reingetan habe. Dachte ich euch wahrscheinlich schon so: Facepalm, Askalter, was machst du? Naja. Man lernt aus seinen Fehlern, sage ich immer. Okay, also Narkotik. Haben wir auch genug erstmal drin. Genau, erstmal schön Remote-Use-Item. Mal schauen, wie so die Effektivität ist von diesem Kibbel. Sollte auch seine, ja, ist sein präferiertes Essen. Also das ist halt, sind Skorpion-Eier. Müsste eigentlich mögen. Oder mein Freund, die magst du doch bestimmt. So, ihr seht ja schon momentan noch 0%. Wir müssen aber auch erstmal warten, bis er einmal frisst. Ja, es dauert immer eine Weile, bis er jetzt so viel Hunger hat, dass er mal endlich mal Fressi machen möchte. Ja, bis er auf 7400 ist. Das kann auch eine Weile dauern. Okay, in der Zeit könnten wir theoretisch noch mal gucken, wer hier denn so gerade uns beobachtet. Und ob das Spiel überhaupt gerade online ist. Das ist Arkforce, die sind gerade nicht da. Tortuga heißt Schildkröte. Die waren auch letztens mal bei uns. Was sie da wollten, weiß ich nicht. Ich bin echt am überlegen, ob ich nicht bald mal die Offline-Protection rausmache, weil es ist einfach nervig. Ich habe es gerade gesehen mit den Parasaurier. Die Dinos buggen einfach rum und man kann sie auch nicht zerstören. Das heißt, die können auch theoretisch direkt bei einem in der Base bauen, sich einfach ausloggen und dann zack, kann man die Struktur nicht zerstören. Außer man wartet halt 7 Tage. Aber naja, Leute, das ist halt so eine Sache, was man da... Hat alles Vor- und Nachteile. Also, mein Freund, bald in weniger als 30 Hungerpunkten wirst du einmal von dem Kibbel naschen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie lange das hier bei diesem Rex dauert, ne? Weil wir haben beim Giga leider noch keinen Kibbel gehabt. Ich meine, wir hatten gar keinerlei Pflanzen. Und Quetzaleier. Ja, Leute, das ist ein guter Witz. Die kriegt man leider auch nicht so leicht. Ich meine, wir haben zwar 2 Quetzals, aber reicht halt lange nicht, ne? Aber so ein Rex, das geht relativ einfach. Im Anführungsstrichen. Müssen wir mal schauen, wie lange das hier bei diesem hier dauert. Da, seht ihr das, Leute? 99,9% plus 67 Level. Wenn das klappen sollte, haben wir einen guten Fang gemacht. So, ich glaube, wir sollten noch mehr Kibbel herstellen, weil ja der Quetzal ein bisschen was genascht hat. Ja, wir können mal schauen, wie viel da ungefähr noch braucht. Der hat jetzt mit einem Bissen so viel aufgefüllt. Wie viel ist das denn ungefähr? Ja, Leute, räumliches Denken hier. Wie viel ist das ungefähr? So 1/10? Wahrscheinlich 1/15 ungefähr. Ne? Also er braucht deutlich mehr Kibbel. Aber sonst zur Not müssen wir ihm zum Schluss noch ein bisschen Primeat geben. Na, Hauptsache jetzt erstmal ein bisschen mit Kibbel füttern und zum Schluss vielleicht ein bisschen Primeat, dann geht das schon. So, hier den schönen Kibbel. Primeat kommt vielleicht zum Schluss, warten wir einfach eine Weile und schon ist er gezähmt. So ist die Theorie, Leute. Wie es nachher in der Praxis aussieht, ist so die andere Sache. Also stellt euch mal vor, den 10 wie jetzt, Level 135er plus 67 Level. Oh mein Gott, Leute, dann ist er einfach auf Level 202. Ich meine, wenn das nicht heftig ist, weiß ich auch nicht. So, Leute, und da sind wir auch wieder nach sehr langer Zeit. Und ihr seht auch schon, der wilde Rex, ne, der bald unser sein wird, hat auch nur noch eine Effizienz von 85% und nur noch 57 Level, weil unser lieber Femba einmal gegen ihn geschlagen hat. Und er dadurch dachte, nö, ich steig nur noch 57 Level. Ich meine, das ist immerhin etwas, Leute, der wird immerhin dann um 57 Level steigen. Ne, fast Level 200, also schon ein sehr, sehr starker Rex. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt klappt oder nicht, ne? Ihr seht, muss theoretisch noch 2-mal essen, dann sollte er gezähmt sein. Also jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren, dass wir ihn nicht mehr zähmen sollten. Es sei denn, jetzt kommt irgendjemand mit einem Raketenwerfer an, okay. Aber wie wahrscheinlich ist das denn? Ja, das ist mir schon mal passiert, Leute. Ihr werdet es nicht für möglich halten, aber doch. Vor ungefähr 3 Monaten in einem Stream war ich gerade dabei. Oh! Es hat geklappt, Leute! You have tamed a Rex. Hallo Rex. Leute, ein Rex Level 192. Und da bin ich ja immer sehr gespannt über die Stats, die er so hat. 7200 Leben, 272% Melee Damage. Das ist schon ordentlich, würde ich sagen. Und ich meine, wir haben ja auch einen Rex-Sattel, beziehungsweise wir haben eine Blueprint. Und ich würde mal sagen, werden wir ausprobieren. So, das heißt, werden wir ihn erstmal hier auf Follow setzen. Und dann, genau, nur den Rex natürlich. Und dann wollen wir mal schauen, wie stark der nachher ist, ne? Bringen wir den aber erstmal nach Hause. Also Rex, folg mir. Folge uns nach Hause.
Wir haben einfach einen 192er Rex, Leute. Das ist richtig heftig. Also der wird, glaube ich, ja, ich glaube, der wird Kaida nicht so viel Konkurrenz machen. Aber den anderen Rexen, die wir so haben, auf jeden Fall. Da seht ihr ihn schon laufen. Sieht auch ziemlich cool aus von den Farben her. Finde ich jedenfalls. Guck mal, der läuft da jetzt einfach so durch. Na, der kommt da nicht vorbei. Mist. Der kommt da anscheinend nicht vorbei. Schade. Mist. Der Rex steckt fest, wurde gefangen. Mist, Leute. Sie haben es geschafft. Sie haben mir meinen Rex genommen. Ja, es wird schon irgendwie. Wenn die ihn auf Follow setzen und so, das kriegen die schon hin. Da vertraue ich mal auf Fembas Fähigkeiten. So, dann wollen wir wieder zu unserer Base zurück. Ich werde nochmal gucken, ob wir schon mal den Rex-Sattel craften können. Wahrscheinlich brauchen wir dafür noch viel mehr Materialien. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da irgendwie eine besondere Blueprint hatten. Ich bin der Meinung, wir hatten eine Ramshackle-Blueprint. Kann aber auch sein, dass ich mich da getäuscht habe. Für einen Kano haben wir auf jeden Fall eine Apprentice, bin ich der Meinung, oder eine Journeyman. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall eine sehr gute Blueprint. Wie das beim Rex aussieht, werden wir gleich sehen. So, der Rex, ja, der kommt nicht mehr. Den müssen jetzt Femba und der liebe Jan zu uns bringen. Okay, wollen wir mal schauen, wo wir wie viel Materialien haben. Gut, und ihr seht auch schon, ich kann gar nicht mehr klar sprechen, Leute. Ich bin total glücklich einfach, dass wir diesen Rex gezähmt haben, sehr erleichtert. Ich weiß auch gar nicht, ich bin schon seit 8 Stunden hier am Ark spielen heute. Das ist schlimm, ja, man sollte rausgehen, aber es regnet nur. Und ich dachte mir in der Zeit, nee, Leute, bei solch einem Wetter kann man doch Ark spielen. Gut, die Schmiede hier mal schauen. Sättel. Da ist natürlich nicht viel drin, weil ich nicht viel erforscht habe, aber hier bei den Blueprints sollten wir theoretisch einen Rex-Sattel dabei haben. RE. Da ist er. Nein, das ist er nicht, Leute. Wir haben gar keinen. Ich war der Meinung, wir hatten eine Rex-Blueprint. Ich war ziemlich der Meinung, dass wir eine hatten. Aber sieht schon, manchmal täuscht man sich anscheinend. Und dann hat man am Ende doch nichts. Doch hier. Ein Rex-Sattel. Einen primitiven Rex-Sattel, aber ich meine, das ist immerhin besser als gar nichts. Ne, leider kein Ramshackle, aber wer weiß, vielleicht finden wir da noch mal eine gute Blueprint. Okay, auf jeden Fall erstmal zurück zum Raid. Ich sag schon zum Raid. Genau, Leute, jetzt kommt schon das volle Programm. Jetzt, wo wir den Rex haben. Zurück zu unserem Rex. Genau, dann müssen wir wohl das Mutterschiff nehmen, da ja unsere ganzen Petris ermordet worden sind. Gut, mein liebes Mutterschiff. Und Jan hat auch übrigens die Petris gefunden, nicht gefunden. Er hat sie gesucht, aber leider ist er auf nichts gestoßen. Und ich bin wirklich der Meinung, es handelt sich hier um einen Raid von den Winners, die sich ja selber für die Gewinner halten. Aber das werden wir noch sehen, meine Freunde, ob er nicht am Ende als die Losers rausgeht. So, aber erstmal zurück zum Rex, hier mit dem Mutterschiff. Mal auch schauen, ob sie es geschafft haben. Guck mal, da steht er. Ohne Sattel, ganz alleine. Was auch immer der da gerade macht. Ich glaube, das ist er doch, oder? Ja, das ist er, okay. Also, meine Freunde, bleibt stehen. Ich habe den Sattel, den wir brauchten. Also, Rex, genau. Einfach mal auf Follow, dann wieder auf Stopp und zack, ist der Sattel dein. Und ich bin einfach mal gespannt, Leute. Jetzt satteln wir gerade den heftigsten Rex, den es wahrscheinlich momentan auf dieser Map gibt. Ich glaube jedenfalls, dass es keinen stärkeren momentan gibt. Er hat einfach 277% Midi-Damage. Und der levelt ja verdammt schnell, ne? Also den kriegen wir locker noch auf 400 Midi-Damage. Der wird ziemlich stark sein, Leute. Wahrscheinlich sogar stärker als so mancher Giga. Na okay, mit so einem Giga kann er natürlich nicht mithalten. Aber obwohl mit gezähmten, wenn wir den hier richtig heftig leveln. Naja, mit so einem Low-Level-Giga kann er bestimmt mithalten. Ja, auf jeden Fall für einen Rex ziemlich heftig. Bin ich verdammt froh, dass wir den gezähmt haben. Ich meine, der ist auch relativ schnell. Wie viel hat der Movement Speed? Gerade mal 100%, ne? Trotzdem eigentlich relativ schnell. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel einen Dodo. Zack, ist ein 0,x tot. Das geht wirklich in Sekunden. Was haben wir hier? Einen Kano zum Beispiel. Der wird wahrscheinlich auch sehr schnell tot sein. Ja, Kano, wie viele Bisse brauchst du? 2, 3, 4, 5. Ja, okay, der ist nicht so stark wie ein Gyanoto auf jeden Fall. Aber macht trotzdem ordentlich Damage, ne, wie wir hier sehen können. So ein Kano macht ihm nichts. Level 117er war das sogar. Genau, erstmal Fressi Fressi für dich. Und Level Up natürlich. Was verbessern wir? Wir können einmal hier Leben verbessern. Boah, das füllt schon ordentlich was auf. Nicht so wie beim Giganoto. Also Leben können wir den noch ordentlich steigern und auf jeden Fall Midi Damage. Das sind, glaube ich, so die zwei Werte, auf die ich ihn leveln werde. Sein, ihr meint, nein, das Kalte muss ihn unbedingt auf Stamina oder auf Raid leveln. Aber ich glaube, das sind so die Sachen, die wir nicht leveln müssten. Das Unnötigste ist sowieso Oxygen. Wenn man das levelt beim Rex, dann, ja, dann weiß ich auch nicht, Leute. Da ist Hopfen wohl mal verloren, glaube ich. Okay. Also Rex, bring uns nach Hause zu unserer Base. Finde ich aber super, wenn wir mit den stärksten Rex auf Center. Müssen wir jetzt nur noch eine Base finden, die wir damit testen können. Mit diesem Rex.
Das ist dann natürlich die Frage, wenn es sich bei den Winners wirklich um die Bösen handeln sollte, die unsere Petris getötet haben, dann würde ich sagen, hasta la vista, Freunde. Unser Rex nimmt sich diesem Problem an. Aber naja, Leute, man sollte keine vorliegenden Schlüsse ziehen. Okay, zwei Brontos. Hallo, Brontos. Ich glaube, ihr habt Lust auf ein Battle. Wobei der hat gerade keine Stamina, das war natürlich dumm. Wir warten mal eine Weile. Wobei, die machen auch ordentlich Schaden hier, ne, die Brontos. Ja, die machen schon ordentlich Schaden, aber egal, die kommen nicht gegen einen Rex an. Nicht gegen einen solchen heftigen Rex. Na, okay, Leute, vielleicht war es doch keine so gute Idee. Doch, das klappt auf jeden Fall, bin ich mir ganz sicher. Rex, zeig ihm, was eine Hake ist. Zwei Brontos auf einmal, das muss schon was heißen hier. Das ist schon heftig. Ja, guck mal, wir machen immer 166 Schaden, die machen gerade mal 25 Schaden. Von daher ist das eigentlich kein Problem hier, der ist schon fast tot. Obwohl das ist gerade mein Level, habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Oh, 40er, war kein Problem für den King. Wie sieht es bei diesem Bronto aus? Gute Frage. Wollen wir mal schauen, ich komme da jetzt leider nicht ran. Erstmal muss hier der Kadaver aufgegessen werden. So, genau, schön Primeat, das gefällt ihm doch. So, jetzt können wir auch uns auf ihn stürzen. Hier den Level, welches Level ist der denn eigentlich? Werden wir gleich sehen, Leute. Wird wahrscheinlich auch nicht so hoch sein. Jedenfalls ist er in 0, nix tot. Also, mein lieber Rex. Guck mal, Level 63. Kein Problem für den King hier. Sofort tot. Ja, was verbessern wir dann? Mal Mini-Damage auch auf 300 mal. Ja, geht sofort, ne? Also haben wir schon fast auf 200 hier den Rex. Ihr seht, das geht schnell. Und es bringt viel, Leute. Also, was ich auf jeden Fall immer empfehlen würde, zähmt euch einen Rex auf hohem Level und skillt ihn hoch. Weil gegen den kam, glaube ich, so schnell keiner mehr an. Ist aber nur die Frage, wie wir jetzt diese Kampfmaschine nennen wollen, ne? Weil ich meine, ihr seht schon, die ist verdammt stark. Ne? Und die braucht natürlich auch, glaube ich, einen Namen, der seine Stärke so repräsentiert, ne? Wie, genau, er ist männlich, das ist ein R, gut zu wissen. Wie soll dieser kräftige R heißen? Welchen Namen habt ihr da so, wie wir ihn nennen sollen? Das dürft ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr da einen guten Namen habt. Ne, mir fällt momentan noch keiner ein, vielleicht den Namen eines Kriegsgottes, weil er eben so stark ist. Aber es ist natürlich euch überlassen. Na, also schreibt mir mal eure Ideen in die Kommentare. Ich werde dann den besten auswählen. Und dann werden wir mit unseren Rex neue Abenteuer eingehen. Vielleicht sollten wir auch vorher ein bisschen leveln. Ich glaube, Alphas schaffen wir mit dem noch nicht. Jedenfalls keine abholen. Ja, Alpha Rexe, nee. Ich weiß nicht, ob das sowas wird. Wir sollten den eher so auf normalen Niveau leveln momentan. Vielleicht gegen Alpha Raptoren, das können wir noch schaffen. Genau, die Alpha Raptoren, die wir hier hinbringen. Das könnte was werden. Damit können wir den leveln. Ansonsten lassen wir den erstmal so. Und ja, ich bin froh, dass wir den auf jeden Fall gezähmt haben, Leute. Besser könnte es nicht laufen. So haben wir immer noch keinen Gigasattel, aber immerhin haben wir einen neuen starken Rex im Team. Na gut, Leute. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat und ihr auch so froh darüber seid, so einen starken Rex zu haben. Wie gesagt, ich hatte noch nie so einen starken Rex gezähmt. Schreibt es in die Kommentare und gebt einen Daumen nach oben, denn das tut euch nicht weh und ja, hilft mir wirklich sehr. Und ansonsten, ja Leute, wünsche ich euch wie immer weiterhin viel Spaß, macht's gut und bis zum nächsten Mal.